Leute, heute schauen wir uns wieder Shorts an. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, falls ihr noch mehr Shorts sehen wollt. Und ich würde sagen, wir fangen an mit den Shorts. Okay, es ist gleich soweit. Julia ist legit. Oh Gott. Ich bin das erste Mal, als Julia getroffen habe. Das ist super awkward, aber egal. Ich hoffe, sie hasst mich deswegen jetzt nicht. Aber ich glaube nicht. Das sieht aus wie ich, oder? Jetzt hoch, Pien. Du musst die Kamera auf mich übernehmen. Okay, das wird jetzt so giga awkward, ne? Aber egal. Ich muss aber sagen, Julia kennenzulernen, super Spaß gemacht. Mit ihr kommen wahrscheinlich irgendwann in der Zukunft noch mehr Videos. Falls ihr das sehen wollt, ne? Kommentiert coole Videoideen in die Kommentare. Ich brauche unbedingt Ideen. Ich weiß eigentlich nicht mehr, was ich machen soll für den Drittkanal. Okay, Dankeschön. Du hast mir Tipps gegeben, wie ich grüßen soll, aber ich hab's irgendwie anders gemacht. Als Naja, wie du das gemacht hast, falls ihr das noch wisst. Nein, das guckt mir, ja. Ich finde, random Typ im Game. Gut zusammenpassen. Frau Müller! Findest du nicht? Nein. Ich. Das war's? Frau Müller, das war's? Einfach nein? Alles klar, das ist schön, dass versuche nicht zu lachen. Oh dass nein. Das freut mich wirklich so. Ich bin so verliebt. Ich kann nicht. Aber kann ich nicht anfangen, irgendwann ein bisschen auch was von dir zu erzählen? Ich habe ja schon so viel von mir erzählt, aber. Geht's dir gut? Hast du Hunger? Moritz? Alles klar. Das ist nicht dein Ernst, oder? Julia? Hä? Schon wieder, Julia? Du betrügst mich? Nein. Ich wusste es die ganze Zeit, dass du ein krankes Schwein bist. Ich wusste es die ganze Zeit! Das ist nicht dein Ernst! Und dann auch noch mit so einem Bauertrampel! Das ist nicht dein Ernst! Das kannst du mir doch nicht antun! Ich tut mir leid, ich stehe auf sowas. Auf sowas? Boah, ich krieg Gänsehaut. Hä? Wie krass? Wow. Ich krieg Gänsehaut, voll krass. Und jetzt hast du ihn an der Hand! Ach, Digga, ist das... Das Gesicht, das ist so kacke. Ich hab noch viel mehr kranke Scheiße gemacht, um es gegenseitig zum Lachen zu machen. Ja, ich weiß, glaube ich euch, Leute. Glaube ich euch. Ich check manchmal Bassis Chat nicht. Hä? Mit welchen Controller spielst du? Okay, und dann der zweite. Ich check manchmal Bassis Chat nicht. Könnte mein Chat sein, wenn ich livestreame. No joke, wirklich. Der YouTuber Mr. Beast wird zurzeit wirklich zum Beast. Mr. Beast, der bekannt ist. Ja, stimmt, der trainiert jeden Tag. Videos, in denen er Leute auf großzügige Art und jeden Weise Tag seit einem Jahr schon, glaube ich. Unglaubliche Body-Transformation vollbracht. Durch seine Macher. Ständige Arbeit an neuen Videos hat er sich etwas gehen lassen. Ja, das kennt jeder, der Videos macht auf YouTube und alles reinfließen lässt und dann oftmals vergisst, dass man auch einen Körper hat und nur einen Körper hat, an dem man sich eigentlich auch. Den man noch ein bisschen fit halten sollte, aber das vergisst man schnell mal. Aus diesem Grund hat er einen Vertrag mit dem YouTuber AirRack abgeschlossen, in dem sie festgelegt haben, dass sie jeden Tag trainieren müssen oder sie müssen sich bei Vertragsbruch den Namen des anderen an einer sichtbaren Stelle tätowieren lassen. Mittlerweile steht der Vertrag bereits über 300 Tage. AirRack hat in dieser Zeit eine Menge Muskeln aufgebaut. Boah, das ist krass. Die Transformation von Mr. Beast ist auch aber noch atemberaubender. Naja, ich fand Eric seine. Also, Eric sieht krass aus, aber Mr. Beast hat auch 4 Kilo gedacht, verlieren müssen. Der YouTube- ja, aber krass, ne? Ey, ist ja ihm gegönnt. Ich krieg von Mr. Beast sogar, by the way, voll witzig. Ich hab mit Feastables, also Schokolade von ihm geschrieben und ich krieg von ihm jetzt Schokolade zugeschickt. Voll witzig irgendwie. Ich hab mit Dings einfach geschrieben, so. Okay, egal. Scheiß auf den Mord. Ich hatte das peinlichste Treffen mit Montana Black. Ich habe ihn zufällig in Düsseldorf gesehen. Also hab ich zu meiner Frau gesagt: Ey, Schatz, da ist Monte. Die so: Wo? Ach echt, das ist ja. Ich so, ja, aber ist doch egal. Sie so, nein, wir fragen den jetzt nach dem Foto. Ich so, nein, bitte nicht, lass, komm, egal. Sie so, nein, wir gehen da jetzt hin. Und ich bin davon ausgegangen, dass meine Frau ein Foto mit ihm haben möchte. Meine Frau geht also zu Monte und sagt zu ihm, hey, können wir ein Foto machen? Und er sieht nur meine Frau und sagt so, ja klar. Meine Frau so, alles klar, David, dann stell dich mal hin, dann mache ich ein Foto von euch beiden. Er dachte natürlich, meine Frau will ein Foto mit ihm machen. Und stattdessen kam ich. Sie hat ihn also quasi so ein bisschen unabsichtlich hops genommen. Und als ich ihn dann so umarmt habe, habe ich noch gefragt. Der sieht aber nicht glücklich aus, der Monte, ne? Und er hat einfach nichts gesagt. Nach dem Foto bin ich dann ziemlich schnell weggegangen. Kann ich verstehen. Das ist ein bisschen weird. Aber egal. Du hast ein Bild. Auch wenn du es nicht wolltest. Dieser Freund, der unter 1,70 ist. Oh mein Gott, was ist das? Ich bin Gott sei Dank 1,75. Bogen hab. Echt jetzt? Zeig mal die Karte, ich seh's von dir nicht. Ja, klar doch. Ja. Oh, ja. Ja, wahrscheinlich. Hä, was? Die Karten sind ja krass. Was ist denn, Bro? Den musst du probieren, Bro. Der ist richtig lecker. Oh, der sieht ey, ihr tut so, als wäre der 20 cm groß. Das sieht schon sehr geil aus.
Oh mein Gott, mein Crush hat mir geschrieben. Auf keinen hat sie dir geschrieben, du Schwätzer. Wenn du mir nicht glaubst, dann lies doch einfach selbst. Du hast ja echt nicht... Ja, wahrscheinlich, auf einmal wird's ein Tablet, klar. Okay, cool, cool, coole Short aber, oder? Oh oh. Originaler Leak von seinem Zimmer? Ist ja widerlich, Digga. Monte wirft einen Blick auf Stegis Streamingzimmer. Boah, das ist ja krass. Stegi! Und er ist entsetzt. Das ist einfach Real Talk, einfach nur widerlich für mich. Das aufzuräumen dauert 20 Minuten. Könnt ihr jetzt nicht nachvollziehen, dass sich ein Mensch da drin wohlfühlt? Von seinem Chat wird er daran erinnert, dass es bei ihm ja nur so gut... Bei Hugo sieht es auch so aus, stimmt. Ja, bei mir sind nur Kartons, okay, weil ich Kartons ausgepackt habe für Videos. Sonst ist nicht so schlimm. Aussieht wegen Agatha. Doch mit einem Anruf bei René möchte er das Gegenteil beweisen. Ich möchte einfach mal, dass du mich beschreibst, wenn du früher bei mir gechillt hast, wie ich so war. Auf dem Freitag so, nehme ich einfach so als Beispiel getroffen. War das wirklich so, bevor der erste Kopf geraucht war, hat er seine Ordnung zu mir gehabt, da wurde kurz grob aufgeräumt. Da wurden alle Oberflächen einmal mit einem Glasreiniger, ob Holz, Glas oder Plastikoberfläche, was wollt, alles einmal mit einem Glasreiniger. Glasreiniger ist Allzweck. Jetzt habt ihr es gehört, Onkel Monte war schon immer ein ordnungsbesessener Mensch. Stört euch ein chaotisches Zimmer beim Zocken? Ja, stört es. Halt. Das habe ich letztens schon mal gesehen in dem Short, glaube ich. Kein Wort verstanden, Französisch. Huh? Jump. Right. What the Jump. Fuck? Wie krass! Hä, war cool gemacht? Das war. Hä? Ich dachte ganz kurz, dass das. Ah, das ist Rick. Der sah kurz aber nicht aus wie Rick. Jetzt bin ich verwirrt. Bei wem werfen wir als erstes ein Ei? Lass bei unserem Deutschlehrer, der wohnt doch direkt hier. Wenn man Eier gegen das Fenster von der falschen Person wirft an Halloween. Ganz kurze funny Story, nebenbei so am Rande. Ich habe das auch mal gemacht, als ich so 15, 16 war. Haben wir es gegen das falsche Haus geworfen und dann kamen Hunde raus und ein Mann. Und die sind mit Hund und Mann und alles, ne? Die sind wirklich so 4, 5 Leute gefühlt hinter uns hergelaufen und wie kleine Knirpse. Wir waren so, glaube ich, zu dritt oder viert. Und ein Mädchen war auch noch dabei. Das Mädchen leider nicht so schnell, war auch ein bisschen pummeliger. Die wurde dann gefangen, ne? Die wurde dann festgehalten. Das hört sich an wie so ein Raubzug gerade, so richtig krass alles. Aber sie wurde dann so festgehalten und so alles. In das Haus verschleppt. Und dann hat sie unsere ganzen Kontaktdaten gegeben. Und so, dann wurden unsere Eltern angerufen. Dann haben unsere Eltern uns angerufen. Und dann mussten wir da hin und uns entschuldigen und so alles. Das war aber, boah, voll die Story damals. Aber jetzt, wenn ich so erzähle, hört sich das voll Opfer an. Egal, scheiß drauf. Custom painting for Mike Pankers. He wants a black and white planet. White on top. Wo hat das gerade angebrannt? Crumple up some newspaper. Uncrumple it up. Hold it down. Swipe, swipe, swiperoo. Peel. And dab, 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 dab. Black shadow. Like that. Was macht der da? Sasha Bowl. 50 cents at Walmart. Yeah. Spray everything with black. Especially the edges. Make sure that we get those. But not too much. We don't want to flood it. No puddles. He wanted the shine to be red. Okay, also meint er, es wird ein krasses Bild. Ich kann es mir gerade nicht so sehr vorstellen. Aber ich werde eh überrascht. Wir werden alle überrascht. Shusha. That's freaking dope. Oh, das ist doch cool. Yeah, boy. Das ist cool, Alter. Bei ihm sieht das so einfach aus. Aber das könnte keiner von uns wahrscheinlich nachmachen. So nutzt man seine Reichweite richtig. Hier spendet Knossi 10.000 Euro aus seiner Tasche an sein lokales Tierheim. Ja, hallo? Hallo, hier ist Knossi, der Internetstar. Wir haben 10.000 Euro für euch. Ja, genau, genau. Ja, könnt ihr selber behalten. Und tschüss. Ja. Nein, das ist kein Spaß! Oder hier, Hand of Blood spendet seinen gesamten Gewinn des Fortnite World Cups in Höhe von 40.000 Euro. Und wenn man dann noch die Communities von mehreren Content-Creatern verbindet, wie bei Loot für die Welt oder Friendly Fire, schaffen wir als Community es auch mal an die fast 10 Millionen Euro. Friendly Fire ungefähr 7 Millionen und Loot für die Welt 2,5. Die haben so viel Geld zusammengesammelt, what the heck? Das habe ich nie mitbekommen. Wie krass ist das denn? Deswegen, Kuss. Also ich merke auf jeden Fall was, dass alles sich so leicht dreht. Oh Gott. Oh Tomatolix schlimmste Droge bis jetzt. Oh mein Gott, wie sieht der aus? Oh, 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 Felix, Bro! Oh nein. Alter, was? Oh mein Gott. Sein Gehirn ist verlässt ihn ja komplett. Ich kann gar nicht reden. Oh mein Gott.
Der kann nicht mehr reden. Der ist durchs Tor gegangen. Das war's. Aus, Digga. Holy shit. Das war's, er ist weg. Digga, der Typ ist am Laggen, der hat Paketverlust, der Ping ist zu hoch, da bricht's. Oh, Digga, das hittet ja direkt. Der ist weg, ja, was ist das? Innerhalb von Sekunden, Digga. Das ist ja beängstigend, ne? Revi, du redest mir zu viel, hör mal auf jetzt. Hui. Hui. By the way, ganz kurz, Leute, Drogen nehmen ist nicht cool. Er macht das nur als Test, okay? Nicht cool. Macht das nicht. Sehr illegal, also von daher. Dieser Kerl identifizierte sich als Frau beim Powerlifting. Was dann passierte, war einfach verrückt. Harvey Silverberg war der Teamtrainer der kanadischen Powerlifting-Mannschaft. Und er war komplett frustriert. Er trainierte bereits seit einem Jahrzehnt und musste neuerdings mit ansehen, wie seine Schüler immer wieder gegen eine Transfrau verloren. Sie hieß Anne Andres und stellte einen Bankdrückenrekord von 125 Kilogramm auf. Sie verspottete seine Schüler für ihre schwachen Leistungen. Harvey hatte genug davon und wollte seine Schüler verteidigen. Also entschied er sich dafür, selbst teilzunehmen. Ist das nicht dumm, dass man einfach sagen kann, so gefühlt, dass man eine Frau ist und dann da mitmachen? Das hört sich einfach falsch an. Das sollte so nicht gehen. Setzte seine Pronomen auf, was mich gewinnen lässt, und meldete sich für die Frauenkategorie an. Abi startete mit etwa... Das ist einfach kacke. Das ist nicht fair. 140 Kilogramm auf der Bank ohne Probleme. Dann erhöhte er auf etwa 160 Kilogramm, immer noch ohne besondere Anstrengung. Harvey fühlte sich bereit für eine neue Höchstleistung und ließ 170 Kilogramm auf die Stange laden und stellte eine weitere Bestleistung auf. Anne war extrem sauer und nannte ihn einen Feigling mit bösen Absichten. Harveys Rekord wird heute immer noch anerkannt, denn dieser Kerl... Es ist einfach dumm. Es ist einfach so, so dumm, wirklich. Dass das überhaupt so geht, das ist kacke. Ey... Dass ein Mann stärker ist als eine Frau, ist biologisch einfach, es ist einfach safe, okay? Es ist biologisch einfach so, dass wir Männer in der Regel mehr Muskulatur im Oberkörper und so alles haben, dass wir in der Regel sportlicher und so sind, ist halt gefühlt einfach so, okay? Es ist halt einfach so. Und wenn jetzt Männer einfach sagen, dass sie eine Frau sind und da mitmachen und alles zerstört, ist es halt einfach nicht fair. Es ist halt einfach nicht fair. What the fuck? Es ist so dumm. Aber ich glaube, das wurde jetzt verboten, oder? Dass das so einfach geht. Diese Frau stieg mitten auf der Kreuzung aus und rannte einem Auto hinterher. Und der Grund wird dich schockieren. Sobald die Ampel auf grün umsprang, bog dieses Auto unerwartet nach links in die belebte Kreuzung ab und brachte andere Fahrer zur Raserei, da es ihre Verkehrsspur blockierte. Doch nachdem eine zufällige Frau diesen Vorfall beobachtet hatte, stieg sie schnell aus ihrem Auto aus und rannte zu dem fahrenden Fahrzeug, winkte mit den Händen, um andere Autos zum Anhalten zu bewegen, als ob sie spürte, dass etwas ernsthaft falsch war. Zu ihrer Überraschung fand sie die Dame hinter dem Lenkrad bewusstlos über dem Lenkrad hängend, aufgrund ihres plötzlichen medizinischen Zwischenfalls. Ohne zu zögern... Geh doch auf die andere Seite, lauf doch auf die andere Seite und drück auf Bremse, mach Auto aus, Handbremse, irgendwas, hallo? Unsere tapfere Frau, das fahrende Auto alleine zu stoppen, aber es war unmöglich. Während sie verzweifelt um Hilfe schrie, erschien eine Gruppe völlig Fremder aus dem Nichts, um ihr zu helfen, das Auto zum Stillstand zu bringen. Gemeinsam brachten sie die bewusstlose Dame schnell in ein nahegelegenes... Hey, kann man das Auto nicht aufmachen? Die hauen gegen die Scheibe, ich bin verwirrt. Das Leben der Dame wurde gerettet und all diese Menschen wurden später von der örtlichen Polizei als Helden der Stadt geehrt. Wenn du das Gleiche getan hast... Die Leute haben mich gefragt, David, wann ziehst du nach Florida? Die fragen ja auch, wann wir endlich heiraten. Ja, wann heiraten wir denn eigentlich? Du bist der Mann. Arschkarte. Weißt du, was ich geil find? Mich? Dass du manchmal asozial mit mir mitfährst. Naja, muss ich ja, oder? Stell dir mal vor, dein Date kann nicht mit dir mithalten. Das wäre ja erbärmlich. Ja, das wäre echt ein bisschen peinlich. Da war schon wieder ein Stöhner. Wir müssen ja das auch abgewöhnen. Das kann ich auch mit den Stöhnen. Aber ich mach's nicht! Nein, ich mach's nicht. Ihr habt schon genug Stöhner von mir. Warum? Gefällt's dir nicht? Mir gefällt's, ja, doch, doch. Dann lass die Hater doch haten. Ist echt so, ja! Pass auf, es wird hier gestöhnt. Das war ein bisschen zu hart gestöhnt. Wenn du wieder reisen darfst, würdest du mich dann auch mal besuchen kommen in Germany? 100%. Ich habe letzte Nacht sogar davon geträumt, wieder in Deutschland zu sein. Du bist zwar leider nicht im Traum vorgekommen, aber du wirst in der Realität vorkommen. Ich werde dich bekochen und du bekommst ein Bike. Das ist der Beweis. Ja. Kann ich dann auch bei dir schlafen? Ja klar, rein theoretisch schon. Die Leute haben mich gefragt... Wurde das nachgesprochen oder so? Ja, egal. Hallo, ich heiße Biologie und der einzige Grund, wieso ich gewählt werde in der Schule, ist... Okay, also du bist einfacher als Physik und Chemie. Ja. Und bei dir kommt keine Chemiekacke oder so dran, oder? Ja, ich weiß nicht. Nur
Tiere und so ein Zeugs. Mhm. Perfekt, dann wähle ich dich. Es fängt auch immer relativ entspannt an in der ersten Woche. Also, liebe Schüler, was macht denn eine Pflanze? Photosynthese. Ganz genau, das hast du super gemacht. Boah, ich liebe Bio. Doch dann nehme ich alle langsam auseinander. Heute geht es um den Zellaufbau. Aber ich dachte, wir lernen nur so ein bisschen über Tiere und sowas. Zähle mir sofort die Bestandteile der pflanzlichen und tierischen Zelle auf. Vakuole, Vesikel, endoplasmatisches Retikulum. Endoplasmatisches was? Und dann, wenn die Schüler schon komplett am Ende sind, enttarne ich meine geheime Identität. Guten Morgen! Warte mal, was macht der Typ hier? Ach, der Typ, ja, der gehört zu mir. Aber du hast doch gesagt, Acetyl-CoA plus DiNAD plus... Ich bin raus, wir verstehen gar nichts. Solche Prank an meinen kleinen Bruder. Let's go. Der wird kotzen davon. Jetzt warten wir, dass Ash aus der Schule kommt. Ash ist da. Das muss so salzig, glaube ich, sein. Ich glaube, ich probiere den auch irgendwann mal ins Holzschiff. So ein bisschen. Ready? Noch. Ready. Okay, 3, 2, 1 und los. Ash-Reaktion seht ihr im neuen Video. Oh mein Gott, ich hasse das. Mach doch einfach das Short richtig. Weißt du, ich meine, einfach das ganze Short, dann würde ich auch auf draufklicken. So nicht. So triggerst du mich. Echt, so triggerst du mich? So klicke ich nicht aufs Video. Mm-mm. Unsere Favorite Haustiere unserer Streamer. Wenn wir uns mal Montes ihren Bruder Kylo anschauen, ist es echt krass, wie Monte ihn vor 8 Jahren abgeholt hat. Mein Mops ist 7 Jahre alt. Denn wir bekommen einen Baby-Mops. Ein schwarzer Mops und wir nennen den Kyle. In diesen Jahren ist der Mops ein wahrer Get-on-my-Level OG geworden. Das Dickerchen mit seinen legendären Fürzen und sein Hund Kylo sind einfach das beste Duo da draußen. Aber nicht forzen jetzt in meine... Ach, Digga! Ha! Gadi! Selbst die Ehrenpflaume Kai durfte Bekanntschaft mit dem Feini machen. Sollte aber mal jemand dem Dickerchen drohen... Mir hat mal jemand eine Nachricht geschickt, dass er möchte, dass mein Hund Giftköder frisst und stirbt. Hab ich auch schon bekommen, alles gibt gut. Gibt es Montes Community und das endet dann tatsächlich in einer gebrochenen Nase. Davon distanziere ich mich, ganz klar, was ich jetzt sage. 2 Tage später hat der Typ mir Bilder geschickt mit einer gebrochenen Nase. Verdient. Denkt ihr, Ehrenbruder Kylo bleibt der Streamer-Haustiere? Das ist aber auch wirklich verdient. Warum sollte man einen Hund drohen? Das ergibt keinen Sinn. Übel uncool. Bei mir einmal Tibi testet Gönnergy-Sorten, Part 1. Junberry Jam. Junge, ich hab auch schon alle probiert. Cool kennt, das Junberry ist halt krank. White Peach. Junberry hab ich hier. Okay, dann probieren wir jetzt erst White Peach, als ob groß ist. Riecht geil. Oh, riecht richtig geil. Ich liebe diesen Peach-Geruch. Oh, wenn ich riechen kann, kann ich bestimmt auch schmecken, ne? Ja, hä? Also, wie kann das nicht euer Favorite sein? Das ist komplett köstlich. Das ist safe der Beste. Das ist gut. Ja, ich mag das. Viel zu süß für mich. Also, ich bin halt krank. Kann sein, dass es die Hälfte nicht schmeckt. Das ist jetzt schon der Beste, sage ich. Weil Zitrone mag ich nicht. Ich mag generell Zitronengeschmäcker nicht. Den finde ich sehr gut. Ich finde den auch gar nicht zu süß. Wie kann man Zitronengeschmäcker nicht mögen? Das schmeckt sogar leicht sauer oder ich bin einfach nur blöd. Bonjour, ich heiße Fran. Die vegane Doc. Hat echt gut geschmeckt. Wenn meine Freundin merkt, wie ich mich zu Hause benehme. Sorry. Moment mal, der weiß, wie man einen Teller wegbringt? Ja klar, den habe ich gut erzogen. Aha, weil das habe ich so noch gar nicht gemerkt. Kann er noch mehr Kommandos? Ja. Hallo, er ist kein Hund! Klar, Jonas, spülen. Oh, kann ich auch mal was ausprobieren? Klar, sag ihm, er soll abtrocknen. Jonas, abtrocknen. Du musst es ein bisschen weicher betonen, als würde er danach eine Belohnung kriegen. Okay. Abtrocknen. Und wie belohne ich ihn jetzt? Oh, da gibst du ihm einfach dieses kleine Spielzeug und lässt ihn ein bisschen damit rumspielen. Okay. Jonas, guck mal. Ich kann nicht mehr, Leute. Das ist nicht so. Bitte denkt nicht, dass es in Beziehung ist, okay? Bitte denkt das nicht. Bitte. Okay, ich hoffe. Spaß. Unser Plan ist es, Paluten zu überraschen. Er weiß nicht, dass wir kommen. Er hat gerade eine Signierstunde und wir geben unser Bestes, sie zu überraschen. Let's go. Er darf uns nicht sehen. Aber bevor wir zu Paluten können, müssen wir erstmal an allen Leuten vorbei. Maxi. Ja. Guter Plan. Super guter Plan, ne? Ja. Und jetzt zu unserem Ziel. Für Paluten. Hallo! Na? Ich hab den Null erkannt. Ich hab die Hauptgeschichte. Guck mal, voll unauffällig mit dem Outfit, ne? Dann haben wir noch ein Foto. Paluten war voll schüchtern. Ich hab ein Autogramm von ihm bekommen und eine super süße Umarmung. Yeah! Der Plan, Paluten zu überraschen, hat komplett funktioniert. Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da und macht das Plus weg oder abonniert. Ja. Unser Plan. Toller Maxi. Alright, das war's für heute mit Shorts. Lasst einen Daumen nach oben, Abo da und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Shorts.